Ja, hallo. Nachdem ich jetzt schon einige Filme eingestellt habe, möchte ich auch mal ein bisschen was über mich selber erzählen, ein bisschen was von mir zeigen, was ich so mache in meiner Freizeit. Ich habe zwei ganz große Hobbys. Das eine davon ist das Rudern. Das ist mehr die sportliche Sache. Und wenn ich nicht gerade mit dem Einer oder mit dem größeren Ruderboot auf dem Rheinhafen in Karlsruhe unterwegs bin, dann trifft man mich am ehesten hier draußen in der Natur, wo ich mein anderes Hobby dann mache, nämlich das Fotografieren. Und da fotografiere ich am liebsten eben Natur, Tiere, Blüten. Und es lässt sich natürlich auch prima verbinden mit Reisen in ferne Länder, wo man eben auch große Tiere fotografieren kann, wie in Afrika, wie in Namibia, wie in Kenia. Aber ich bin eben auch sehr viel hier bei uns im badischen Urwald, in den Rheinauen unterwegs, wo es auch sehr viel zu fotografieren gibt. Und manchmal kommt man sich wirklich vor wie irgendwo im Dschungel am Amazonas. Meistens bin ich mit dem Fahrrad unterwegs. Ja, auch beim Fotografieren von Tieren und in der Natur fahre ich ganz gerne mit dem Fahrrad. Kommt man einfach viel besser in die Natur rein, in die abgelegenen Stellen, wo man sonst mit dem Auto eigentlich gar nicht hinkommen würde, wo man erst noch ein paar Kilometer zu Fuß gehen müsste. Und so bin ich auch jetzt wieder unterwegs und habe auch gleich Glück gehabt, hier durch Zufall zwei Störche gesehen, die hier auf der Wiese sind, ziemlich nah. Und dann noch das ganz große Glück, auch noch eine schöne Serie von einem rüttelnden Falken fotografieren zu können. Das hat man eigentlich nur selten. Meistens hauen die gleich wieder ab. Haben sie auch getan. Und, aber der eine ist dann nach einer Weile wieder gekommen, um nach Beute zu suchen. Und so ist es eben meistens in der Tierfotografie, oft in der Tierfotografie. Man ist einfach irgendwo unterwegs und trifft durch Zufall auf etwas, was man gar nicht mitgerechnet hat. Ja, mein Fahrrad ist jedes Mal vollgepackt, wenn ich auf Fototour gehe. Ich weiß dann nie vorher, was ich zum Fotografieren finde, was sich ergibt. Ich brauche mein großes Teleobjektiv. Falls ich Tiere sehe und Vögel sehe, wie jetzt heute, die ich fotografieren möchte. Und ich brauche mein Weitwinkelobjektiv, falls es interessante Landschaften gibt, falls ich da schöne Motive finde. Und ich brauche ein Makroobjektiv. Für den Fall, dass ich schöne Blüten fotografieren möchte oder Kleintiere, Insekten. Ich brauche natürlich auch noch ein Stativ und. Ansonsten müsste ich das Zeug eben alles auf dem Rücken tragen. So habe ich das Fahrrad. Hat eben auch seine Vorteile. So, und jetzt sind wir mittendrin im badischen Dschungel in den Rheinauen. Lange werden wir wahrscheinlich nicht bleiben, denn es hat auch Stechmücken und Schnaken. Aber es ist trotzdem ein schöner Platz zum Ansitzen und vielleicht haben wir auch ein bisschen Glück. Ich habe an der Stelle schon öfters Eisvögel gesehen, eigentlich fast jedes Mal, wenn ich da bin. Und vielleicht habe ich auch heute wieder Glück. Einfach mal abwarten.
Ich mache dieses Hobby ja jetzt schon sehr, sehr lange. Seit rund 40 Jahren beschäftige ich mich schon mit der Tierfotografie und mit der Naturfotografie. Und war und bin in dieser Zeit immer wieder draußen in der Natur zum Fotografieren. Sowohl hier bei uns in Deutschland, in Europa, auch in Norwegen und natürlich auch öfters schon in Afrika, da zieht es mich auch immer wieder hin. Da hat man einfach fantastische Bedingungen, zumindest in den Nationalparks. Und das ist natürlich nicht zu vergleichen mit hier, mit Europa. Wie gesagt, ich mache das schon seit ja, rund 40 Jahren und es ist dann trotzdem interessant, was so im Laufe von langer Zeit an Aufnahmen, auch Wildlife, auch wirklich draußen im Wald. Und das ist dann nicht kontrolliert, das sind keine Nationalparks, keine Tierparks, das ist wirklich freie Natur, das sind Tiere, die hier draußen frei leben. Und es kommt im Laufe von Jahren und Jahrzehnten doch einiges zusammen, und je nachdem, wie oft man eben draußen die Möglichkeit hat, draußen zu sein. Und das ist natürlich auch ein Zeitproblem. Wenn man ganz normal arbeitet, hat man nicht so viel Zeit, jetzt täglich oder mehrfach die Woche stundenlang rauszusitzen. Man kommt erst abends heim und dann ist man müde und dann wird es schon bald dunkel. Da hat man eigentlich nur die Sommermonate, die Frühlingsmonate, wenn es lang genug hell ist. Ansonsten im Herbst, im Winter, ja nur am Wochenende. Und da ist natürlich schon eine große Einschränkung. Da braucht man schon sehr viel Freizeit, um das auch hinkriegen zu können. Ja, wo mache ich meine Aufnahmen? Das ist vielleicht auch interessant. Es gibt verschiedene Gebiete in Deutschland. Eigentlich überall kann man in Deutschland Tiere fotografieren. Es kommt natürlich darauf an, was man fotografieren möchte. Es gibt nicht überall die gleichen Tiere. Wenn man zum Beispiel Rotwild fotografieren möchte, Rothirsche, dann muss man in ganz bestimmte Gebiete gehen, in denen es Rothirsche gibt. Die gibt es nicht überall. Die soll es auch nicht überall geben. So ist eben die Bestimmung. Kann man darüber streiten, ob das so sein muss. Und es gibt aber auch Tiere, die kann man überall fotografieren und filmen. Und es geht ja nicht nur um Säugetiere, um große Tiere. Es geht ja, wie gesagt, auch um Vögel. Es geht auch um Insekten. Die findet man wirklich überall, auch da, wo man sie eigentlich nicht möchte. Aber wenn man draußen in der Natur, auf der Wiese, da hat man überall Schmetterlinge, da hat man Bienen, da hat man Käfer, Hummeln und ja, findet sich immer irgendwas, das man fotografieren kann. Und die Vogelwelt ist natürlich auch unglaublich vielfältig, auch in Deutschland, auch wenn die Vögel in den letzten Jahren weniger wurden. Das ist ja leider auch so, dass es weniger Vögel gibt, als es früher mal war. Aber wenn man genau guckt, wenn man draußen in der Natur unterwegs ist, dann wird man doch auch sehr viele Vögel finden, auch eine unglaublich große Vielfalt an Arten von Vögeln und auch von Insekten. Das ist schon unglaublich, was man da alles finden kann, was da alles unterwegs ist in Deutschland und in Europa. Ja, und die Gebiete, da ist zum einen der Müritz-Nationalpark, da kann man ganz toll fotografieren, da gibt es auch sehr viele Tiere, da gibt es auch Rothirsche, da gibt es auch Dammhirsche. Es ist ganz, ganz selten, dass man beide Hirscharten, sowohl die Dammhirsche als auch die Rothirsche, an dem gleichen Ort findet. Natürlich gibt es auch Rehe, es gibt Wildschweine und es gibt im Müritz-Nationalpark auch Waschbären, es gibt Marderhunde. Und ja, natürlich auch eine tolle Vogelwelt. Man hat Adler, zum Beispiel der Fischadler ist ja das Wappentier des Müritz-Nationalparks. Den sieht man dort im Sommer sehr oft, im Winter. Da zieht er dann nach Süden, nach Afrika. Und der Seeadler, unser größter heimischer Vogel,
Das ist der heimische Raubvogel. Der bleibt das ganze Jahr über hier in Deutschland, der bleibt das ganze Jahr über an der Müritz und ja auch in anderen Gebieten. Und ja, dann hat man natürlich sehr viele Seevögel, man hat Reiher, man hat verschiedene Entenarten, Gänsearten, die findet man dort überall. Ja, dann ist hier die Rheinaue, in der ich ja fast täglich bin zurzeit. Da gibt es auch sehr viele Vögel zu fotografieren. Säugetiere ist ein bisschen problematischer. Da wird man kaum was sehen. Es gibt zwar Säugetiere, es gibt Rehe, ab und zu sieht man mal eins. Aber das ist dann meistens mehr durch Zufall. Es gibt auch Wildschweine, natürlich gibt es die, gibt es auch sehr viele davon. Und, aber die sind nachts aktiv, die sieht man tagsüber so gut wie nie. Rehe sind tags aktiv, die sieht man immer, die ja, sieht man auch ja, am frühen Morgen. Manchmal sieht man sie auch um die Mittagszeit. Das, die sind gar nicht so an bestimmte Zeiten gebunden. Wenn man weiß, wo man gucken muss, dann sieht man die eigentlich zu jeder Tageszeit. Hasen sind nicht mehr so häufig, wie sie früher mal waren, aber es gibt doch einige und die trifft man auch immer wieder an. Und natürlich auch die Wildkaninchen, die ja oft mit den Hasen verwechselt werden, die findet man auch oft in stadtnahen Gebieten oder mitten in der Stadt auf Wiesen, eigentlich den ganzen Tag über. Wo bin ich sonst noch immer zum Fotografieren oder oft zum Fotografieren? Im Schwarzwald natürlich. Da ist es allerdings hauptsächlich Landschaftsfotografie. Ab und zu auch mal Vögel. Mit Säugetieren ist es echt schwierig im Schwarzwald. Es gibt Rothirsche im Schwarzwald. Der Schwarzwald ist ausgewiesenes Rotwildgebiet. Aber er wird auch scharf bejagt und da. Das ist schwierig, dort Tiere zu finden. Ich war schon so oft im Schwarzwald. Ich habe jetzt im Laufe von 40 Jahren zweimal durch Zufall Rotwild angetroffen. War aber beides Mal nicht möglich, Fotos zu machen. Und da ist die Ausbeute natürlich schon sehr mager, muss ich sagen. Hier bei uns in der Umgebung gibt es natürlich dann ein ganz tolles, interessantes Naturschutzgebiet, in dem es viele Vögel gibt. Das ist die Wagbachniederung, etwa 30 Kilometer nördlich von Karlsruhe. Da gibt es auch Vogelarten, die sonst in Süddeutschland fast nirgendwo anzutreffen sind, wie zum Beispiel der Purpurreiher, der jedes Jahr mit mehreren Brutpaaren am Wagbach brütet. Und dann gibt es das Blaukehlchen, für das man sehr viel Geduld braucht. Das versteckt sich immer ganz gern im Schilf. Aber wenn man lange genug und oft genug hingeht und guckt, dann wird man es irgendwann auch mal entdecken und vielleicht auch mit genügend langem Objektiv fotografieren können. Dann gibt es die Bartmeisen, auch eine Vogelart, die es nur im Schilf gibt. Und die kommen meistens oder eigentlich nur in Gruppen vor und trotzdem sieht man sie nur ganz selten, weil sie einfach immer tief im Schilf drin sind und da braucht man auch Glück und ja, wie immer eben auch die Geduld und die Zeit und die Ausdauer, immer wieder mal hinzugehen und auf Fototour zu gehen, auf Beobachtungstour zu gehen und dann wird man schon einiges sehen. Je nachdem, was man fotografieren möchte, wenn man zum Beispiel sehr scheue Tiere fotografieren möchte, dann muss man natürlich auch Tarnung anlegen. Man muss sich gut verstecken, damit einem die Tiere nicht entdecken. Sonst hauen die ab, wenn sie überhaupt rauskommen. Und wenn man so wie ich heute einfach nur so ein bisschen getarnt im Gebüsch sitzt, dann wird das in vielen Fällen gar nicht ausreichen. Da braucht man dann noch ein Tarnzelt oder zumindest ein Tarnnetz, das man über sich drüber legen kann, sodass man wirklich nicht zu entdecken ist, dass einem Tiere nicht entdecken können.
Für mich ist es fotografisch einfach schön, die Tiere so zu fotografieren, so zu filmen, wie sie am liebsten sind, wie sie sich verhalten, wenn sie ungestört sind. Und wenn ich selber derjenige bin, der sich stört, dann ist es besonders schlimm. Das ist überhaupt nicht gut, das möchte ich vermeiden, weil nichts ist schlechter als Naturfilmer, als Naturfotograf, als Naturbeobachter, auch wenn man nicht fotografiert. Nichts ist schlechter und unproduktiver, als wenn man selbst die Tiere stört und damit auch verjagt und vergrämt und im schlimmsten Fall riskiert, dass sie gar nicht mehr an den Platz hinkommen. Wenn man regelmäßig an einen Platz hinkommt und man verstört die Tiere jedes Mal, dann kommen sie einfach nach ein paar Mal gar nicht mehr dahin, dann hat man sich die Mühe umsonst gemacht, den Platz überhaupt erst ausfindig zu machen. Wenn man mal was entdeckt hat, dann sollte man da auch sehr, sehr behutsam sein. Ja, so sitze ich oft lange hier draußen in der Natur, stundenlang manchmal, und warte auf schöne Gelegenheiten, Fotos zu machen, warte auf Motive, warte auf Tiere. Manchmal tut sich nichts, manchmal beobachte ich nur oder ich höre nur, was sich so tut in der Umgebung. Irgendwas ist immer los. Irgendwas fliegt immer rum. Irgendwas läuft immer rum. Irgendwas platscht im Wasser. Oder es summt einfach nur irgendwas. Und das ist einfach das Leben eines Tierfotografen, eines Tierfilmers, dass man einfach oft auch lange Zeit nur draußen sitzt und wartet.